Dieser Typ hier hat tatsächlich ein Problem. Er ist obdachlos. Und wir müssen ihm in diesem Spiel helfen, weiterzukommen und tatsächlich wieder irgendwie von der Straße runterzukommen. Und dabei werden wir ihm helfen. Also gehen wir mal rein in das Spiel und wir sehen da jemanden vorbeilaufen, der tatsächlich ein Portemonnaie fallen lässt. Okay? Sehr interessant. Er steht dran. Oh nein! Jemand hat sein Portemonnaie fallen lassen. Möchten wir es zurückgeben oder nehmen wir es? Okay, wir werden einfach mal korrekte Typen sein und wir geben es einfach zurück, okay? Und wir werden den Typen jetzt einfach mal alarmieren und sagen, hey, du hast deinen Geldbeutel verloren. Oh mein Gott, Alter, der haut uns einfach um! Der hat uns einfach umgehauen! Was? Der hat uns einfach umgehauen! Niemals. Der hat uns einfach eine gedrückt. Der hat uns einfach eine Bombe gedrückt. Oh Mann. Was? Okay, dann klauen wir das Ding. Dann ist es jetzt unser Geld, okay? So. Alles entspannt. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Oh, wir haben uns direkt was zu essen geholt, okay? Es geht uns richtig gut. Richtig gut. Ein bisschen Pommes, ein bisschen Shrimp. Oh, ein kleiner Hund. Ein hungriger Hund möchte etwas essen. Gib ihm das Essen. Komm, ein bisschen. Aber er beißt uns bestimmt in die Hand. Nein, er isst es. Oh, er ist unser Freund. Okay, nice. Okay, sehr, sehr nice. Okay, da ist eine Frau, die wegen dem Hund gekommen ist. Okay, also wollen wir die Frau jetzt verscheuchen oder wollen wir einen Heiratsantrag direkt machen? Wenn diese Frau möglicherweise reich ist und wir sie heiraten, dann werden wir wahrscheinlich für direkt reich werden. Das wäre ganz schlau. Okay, weil wisst ihr was? Wir machen es einfach so. Wir werden sie verscheuchen. Gehen Sie bitte. Gehen Sie bitte und lassen Sie meinen Hund in Frieden, okay? Nice. Okay, alles richtig gemacht. Super. Puh. Danke, das war das erste Level. Gut. Oh nein, jetzt sind wir an einem Hotdog-Stand und wir müssen uns tatsächlich jetzt dafür entscheiden, irgendwas an diesem Hotdog-Stand zu machen. Niemand schaut gerade. Wollen wir einen Hotdog klauen oder wollen wir lieber warten, um einen zu kaufen? Komm, wir warten lieber, bevor wir einen einkaufen. Okay, wir warten einfach und er verscheucht uns. Aber es ist okay für uns, weil... Oh nein, wir haben verloren. Wir hätten einen klauen müssen. Wir werden jetzt einfach einen klauen. Einfach klau den Hotdog, okay? Er schaut nicht hin, nimm dir den Hotdog mit und hau ab. Okay, nice, Mann. Sehr gutes Ding. Puh, und er denkt, dass der andere es war. Oh, wow. Okay, so, jetzt sitzen wir da gerade in der Ecke und essen. Okay, wollen wir unser Essen teilen? Ja? Oder soll ich den anderen Obdachlosen verscheuchen? Ach, ist das schwierig. Ich weiß nicht, was richtig ist und was falsch ist. Ich würde teilen, aber ich glaube in diesem Spiel... Doch, ich teile. Nimm den Hotdog. Ah, er hat ihn uns geklaut. Oh, doch. Hey, wir haben einen Kumpel. Okay, wir haben uns umarmt. Wir sind also wie Freunde. Oh, ein Einkaufswagen ist ein sehr wichtiges Tool für dich, um durch den Tag zu kommen. Und ich könnte entweder es klauen oder danach fragen. Und ich frage danach. Hey, kann ich den bitte haben? Ja, nee. Oh nein, ich glaube, der regt sich auf. Oh, Mann! Er hat uns direkt eine Bombe gedrückt. Oh nein, er hat uns direkt geschlagen. Okay, ich habe aus meinen Fehlern gelernt und ich werde Leuten, die telefonieren, nicht vertrauen. Ich werde es klauen, okay? Einfach nicht fragen, einfach hingehen und klauen. Yo, 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 was ist, Mann? Oh, jetzt haben wir ihn geschlagen. Oh, jetzt haben wir einfach gerade den Spieß umgedreht. Einfach gerade, Dings, ein bisschen Rache ausgeübt. Nicht schlecht. Okay. So, Dele. Wir gehen ins nächste Level. Jetzt haben wir auch unseren Shopping-Cart und unseren Einkaufswagen mit dabei. Und da steht dran. Oh, lass uns mal gucken. Vielleicht können wir ja hier irgendwas finden in diesem Mülleimer, der gelb ist. Okay. Lass mich meine Eisenstange verwenden. Oder lass einfach direkt reingehen. Lass direkt reingehen. Komm. Geh aber rein in die gute Sache. Ach, oha. Wir haben einfach eine Gitarre bekommen. Okay, da ist jetzt, willst du etwas Geld verdienen? Der Chicken Dance, den können wir aber leider nicht drücken, den kann man nur mit Werbung schauen. Und wir werden diesem Typen jetzt einfach beitreten, okay? Yeah, okay, nice. Der Typ spielt und wir spielen jetzt auch zusammen. Und dementsprechend haben wir jetzt eine Band. Oh mein Gott, die Leute rasten aus. Oh wow, wir haben richtig viel Geld verdient. Oh, was? Da ist jemand mit so einem Baseballschläger, der uns beim Geld aufheben gerade irgendwie stört. Ein Gangster will all dein Geld. Was machst du? Er hat einen Baseballschläger und ich habe eine Ukulele. Ich habe das Gefühl, gegen einen Baseballschläger ist sehr schwer anzukommen. Deswegen, ich würde ihn schlagen. Prügeln. Oh, ja. Nice. Es war richtig. Okay, einfach direkt, bam, draufhauen. Easy going. Okay, wir haben schon wieder mehr Geld verdient. Leute, wir haben schon einfach gerade $125 eingesteckt. Das ist nicht schlecht. Wir hatten noch nie so viel Geld. Noch nie so viel. Okay, dieser Mann sieht zwar nicht so aus, aber in seinem Zelt könnte vielleicht irgendetwas Wertvolles sein. Oh nein, wollen wir jetzt einen anderen Obdachlosen ebenfalls bestehlen, um uns selber zu bereichern? Ich glaube schon, dass wir das wahrscheinlich machen werden. Wollen wir mal, wir gucken mal einfach ins Zelt rein, okay? Einfach mal ein bisschen ins Zelt.
Zelt reingucken, ne? Der steht da sowieso nur herum und... Oh nein, wir wurden erwischt! Oh nö! Okay, gut. Wir wurden erwischt, wie wir gerade ins Zelt reingucken wollten, ne? Wir berühren den Mann, um einfach mal Hallo zu sagen, aber es handelt sich um Pappe, okay? Es hat sich um einen Pappaufsteller als auch beim Zelt gehandelt. Das heißt, es ist also eine Attrappe gewesen. Da ist eine Tasche hinter dem Zelt gewesen, ne? Da ist tatsächlich diese Tasche und wir könnten einfach nehmen und rennen. Nimm sie und renn weg! Ja! Okay, nice. Wir rennen weg. Und jetzt sind wir tatsächlich wieder an diesem Ort hier und haben ein Handy in der Hand. Oh, was? Okay, gut. Jetzt haben wir dieses Ding geklaut. Sind jetzt an dieser komischen... Also ich dachte, wir sind eigentlich gerade weggerannt und er sitzt immer noch in derselben Gasse herum. Wie kann das eigentlich sein? Naja, was willst du jetzt tun? Lass die Tasche dir gehören oder renn einfach weg. Ich würde einfach wegrennen, okay? Einfach wegrennen und die Sachen einfach behalten. Oh nein, oh nein, oh nein, nicht. Oh nein! Ich hätte sie wissen sollen. Oh, ich hätte die Sache einfach behalten sollen. Rewind. Oh, ich kann, Alter, ich kann bei mir zu Hause Sachen einrichten. Ich kann mir eine Matratze kaufen. Ist einfach so ein paar so, wie soll ich sagen, wie so ein Teppich und ein bisschen Geld. Oh, es ist so ein Schild, mit dem man sozusagen Leute darauf aufmerksam machen kann, dass man Geld braucht. Okay, und dann können wir das aber nochmal upgraden, ne? Und der ist jetzt sozusagen nochmal ein bisschen größer. Okay, nicht schlecht. Das heißt also, wir bewegen uns schon vorwärts. Es geht uns langsam besser. Wir haben schon ein Bett. Wir sind nicht mehr komplett auf der Straße. Wir sind immer noch komplett auf der Straße, aber wir haben inzwischen ein Bett. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das heißt, wir werden uns bemühen, hier rauszukommen aus dieser kniffligen Situation. Denn merkt euch, es gibt, egal wie knifflig die Situation ist, man kommt da irgendwie immer wieder raus. Okay, diesmal machen wir es anders, okay? Komplett anders. Wir sitzen da, beziehungsweise haben da dieses Handy in der Hand und wir lassen es jetzt einfach unseres sein, okay? Gehört jetzt einfach uns. Wir chillen da einfach und werden einfach nichts anderes tun. Und dadurch haben wir tatsächlich dann das Level, glaube ich, gewonnen. Und er ist trotzdem aber weggelaufen, okay? Ganz interessant. Wir gehen jetzt wahrscheinlich ins nächste Level, und zwar am Strand. Und wir stinken. Wir stinken brachialisch, okay? Und es gibt hier den Super Jump 7000, okay? Wir können uns aber auch Try to Sneak In oder den Lifeguard, also diesen Bademeister, ablenken. Und ich denke, einfach nur reinschleichen ist schon die schlauste Art und Weise. So, einfach rein, okay? So, jetzt sind wir drin. War gut, hat funktioniert. Jetzt entweder duschen oder für die Nacht warten, also bis zur Nacht warten, ne? Und ich denke, das ist sogar schlauer, weil wenn wir nämlich jetzt sofort duschen, dann bemerkt das ja dieser Bademeister. Deswegen warten wir, okay? Wir warten einfach komplett durch. Scheint richtig zu sein. Sehr nice. Und jetzt, cool, es ist niemand anderes gerade in der Nähe. Nun kannst du endlich die Seife... was? Du kannst die Seife klauen oder eine Dusche nehmen? Ich nehme auf jeden Fall die Dusche. So, schöne Runde duschen, easy going. Und jetzt haben wir tatsächlich alles geschafft. Oh mein Gott, haben wir einfach gerade das gesamte Level einfach so durchgespielt? Einfach ohne irgendwelche Komplikationen? Ich kann es kaum glauben. Was kommt als nächstes? Oh nein, es ist wieder am Strand. Oh yeah, okay, such dir eins dieser Fahrzeuge aus. Okay, ich nehme... Dieses Boot sieht zu schön aus, um wahr zu sein. Und wir haben nicht so viele Leben. Wir haben nur ein Leben von vier, deswegen ich nehme das Sandal, okay? Ich nehme das Sandal, das sieht schon ganz gut aus. Ich glaube... Oh, das war sogar richtig. Okay, nice. So, oh Gott, jetzt muss ich mich konzentrieren, dass es richtig ist. Okay, du bist viel zu jung, um zu sterben. Was wirst du tun? Okay, es ist anscheinend wieder mal klassischerweise ein Hai draußen auf dem Meer. Und wir können es entweder mit einem Stein abwerfen oder ein Sandwich schmeißen. Wir schmeißen das Sandwich. Schmeiß! Ho! Okay, okay, okay. Er hat das Sandwich einfach so in der Luft gefressen. Nicht schlecht. Okay. So, du solltest am besten einen Fisch fangen, um zu überleben. Und wir nehmen dafür einfach eine Angel. Wir nehmen eine Angel und haben einen Fisch gefangen. Okay. Hey! Hey! Alter, zwei Level ohne Fehler. Okay, mal gucken, wie weit komme ich. Wie weit komme ich, ohne zu sterben. So, oh Gott. Okay. Ich überlege halt gerade, lohnt es sich wirklich, ein Regenbogentuch zu nehmen oder ist es einfach nur ein weißes? Ich glaube, die versuchen uns zu locken mit dem Regenbogentuch, deswegen nehme ich einfach ein weißes. So, ganz normales Tuch, ja, damit wir uns fortbewegen können. Aha. Okay. Oh nein, es ist anscheinend ein Schiff gesunken und hat ein paar Teile angespült. Und es gibt eine Engine, einen Motor oder tatsächlich eine Taschenlampe. Und ich bin mir sehr sicher, dass der Motor nicht richtig ist. Deswegen nehmen wir die Taschenlampe. So,
Ganz normal. Den Motor lassen wir einfach liegen, okay? So, da haben wir jetzt ein Schiff. Wir können einfach einen Morsecode ausprobieren. Ich nehme den zweiten. Den kleineren Code. Ich hoffe, es ist der kleinere Code. Bitte. Bitte sag, es ist richtig. Es ist der kleinere Code gewesen. Okay, das war der Morse-Code, den man da schreiben musste mit der Taschenlampe. Wobei wir das tagsüber wahrscheinlich nicht so gut hinbekommen hätten. Eigentlich hätte das nur nachts funktioniert, aber okay. Wir lassen es jetzt mal so, wie es ist. Wir könnten entweder ein Seil nehmen oder die Leiter. Aber daher, dass die Leiter mir irgendwie zu suspekt aussieht und es ergibt voll Sinn, dass die wahrscheinlich irgendwie kaputt gehen kann, aber das Seil kann auch abreißen, ne? Würde ich sagen, wir nehmen trotzdem das Seil, okay? Wir nehmen das Seil. Und wir sind oben! Wir sind oben! Oh mein Gott, schaffen wir es bis Level 10? Schaffen wir es bis Level 10, ohne einen Fehler zu machen? So, also, und jetzt sollst du arbeiten, verstehst du mich? Ich bin kein Sklave. Ei, ei, Captain! Wir werden einfach arbeiten, okay? Einfach arbeiten, da kann nichts passieren. So, nice. Oh, wow. Du siehst etwas. Solltest du den Commander warnen? Advanced, that's not even a boat. Also, schneller fahren oder langsamer fahren? Fahr mal langsamer. Okay. Schön. Okay. Wir haben ihn einfach gewarnt. Er hat langsamer gefahren und wir sind durchgekommen. Und wir haben einen neuen Skin geschenkt bekommen. Aber den können wir da nicht nehmen, weil man hier überall Werbung gucken muss. So. Jetzt sind wir in der Kabine und wir essen was vom Commander. Und er scheint ganz schön genervt deswegen zu sein. Hey, Mann, das sieht echt lecker aus. Okay, sollen wir den Typen verscheuchen oder sollen wir das Sandwich ihm geben? Ach, wir verscheuchen ihn. Nein, wir geben ihm das Sandwich. Nice, okay. Wir haben jetzt den Typen verscheucht. Er ist wahrscheinlich schlafen gegangen. Und er hat tatsächlich hier den Hut liegen gelassen. Wir nehmen den Hut, okay? Wir ziehen ihn einfach an und sind happy. Oh, ja. Oh, alle Leute denken, wir sind jetzt auch ein Kapitän. Oh, okay. Lass uns einfach in die Frontline oder hinten anstellen. Wir stellen uns hinten an, okay? Einfach hinten anstellen. Oh, nein. Jetzt haben sie es direkt herausgefunden. Oh. Aber wir haben zum Glück noch ein weiteres Leben. Wir können es noch schaffen. Diesmal machen wir es anders. Diesmal werden wir in die Frontline gehen. Das heißt also, wir gehen einfach vorne ran. Direkt, jo, Leute, moin, moin. Wir gehen direkt los. Und wir sind direkt an einem ganz anderen Ort gelandet. Und haben tatsächlich eine Bootstour mit dabei gehabt. Und damit sind wir bei Level 10. Hier wollte ich aufhören, meine werten Damen und Herren. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich so weit komme, aber das Spiel hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt einen Daumen nach oben gerne auf dieses Video. Ich freue mich tatsächlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schaut auf jeden Fall unter shop.arizo.de vorbei. Dort gibt es nämlich die besten Angebote für die Plüschtier-Saison, und zwar Ostern. Jeder kennt es, wir lieben es. Schaut auf jeden Fall rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein, Leute. Und ciao!